Herzlich willkommen bei Chefin du Wurst. Schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet. Wenn du das erste Mal hier bist, darfst du gleich hier unten Kanal abonnieren, Glocke gleich mit aktivieren, so verpasst du kein Video mehr. Bleibst immer auf dem neuesten Stand und supportest mich durch das kostenlos. Ich danke dir ganz herzlich. Heute machen wir eine richtig geile Nummer vom Smoker wieder. Langustenschwänze. Wir halten das relativ klar. Nicht zu viel Salz, einfach den puren Geschmack von Languste und Kräuterbutter. Ja, wie wir das Ganze machen, das siehst du jetzt. Wir haben hier wunderschöne Langustenschwänze vom Metzger des Vertrauens, natürlich vom Fischhändler des Vertrauens. Leider sind die schon in der Mitte halbiert, darum liegen auch 4 Stück hier und nicht nur 2. Macht jedoch nichts, das wäre bloß Show gewesen, geht natürlich alles auch ohne. Wir brauchen 4 Knoblauchzehen fein gehackt, das sind 30 Gramm Petersilie fein gehackt, 500 Gramm Butter und hier etwas ganz wenig vom Thai Barbecue Rub von Barbecue aus Rheinhessen. Wie ihr wisst, schmeckt mir der ausgezeichnet. Wir peilen die 200 Grad an. Die 500 Gramm Butter geben wir hier einfach in die Hitze vom Smoker rein und lassen das einmal schmelzen. Ist die Butter soweit geschmolzen, Knoblauch und die Petersilie. Ich würde sagen, wir geben hier 25 Gramm Petersilie rein, den Rest behalten wir auf, lassen das ein bisschen ziehen. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Langustenschwänze vor. Ja, wie gesagt, die sind schon halbiert. Normalerweise wären die natürlich hier so. Macht jetzt aber natürlich gar nichts. Passt auf mit den Schale, mit der Schale hier. Das ist wieder spitzig, wie beim letzten Mal mit den Austern schon. Da entstehen ganz schlimme Verletzungen. Also Vorsicht ist geboten. Wir nehmen unsere Finger. Hier empfehle ich keine Handschuhe anzuziehen, da muss man halt die Hände nachher waschen, aber man hat besseres Gefühl ohne Handschuhe. Geht hier unter den Panzer und löst das Fleisch vorsichtig vom Panzer ab. Macht das auch von der anderen Seite. Das machen wir aus dem Grund, dass es nachher nicht kleben bleibt, wenn wir es garen, sondern dass wir das einfach schön rauslösen können. So, legen das wieder vorsichtig zurück. Und das war's schon. Was ist der Unterschied zwischen einer Languste und einem Hummer? Eigentlich ganz einfach, der Hummer ist etwas größer, hat Scheren, also an den Fingern quasi, die Scherenfinger, ne? Und die Languste hat das nicht. Dazu kommt, die Languste ist kleiner und das Fleisch von der Languste ist etwas fester wie das vom Hummer. Nehmen uns ein bisschen Olivenöl, das Gute beträufeln unsere Kollegen hier, streichen es ein bisschen drüber. Das machen wir aus dem Grund, wir werden die nachher kurz auf der Fleischseite anbraten und dass das nicht direkt kleben bleibt. Dann hier den Thai Rub nur ganz ein bisschen für die Farbe, denn das kommt bestimmt super. So, das war's. Ab auf den Smoker. Legen die für 1 bis 2 Minuten maximal auf die Fleischseite und lassen die. Ihr seht, ich mache das im Smoker, aus dem Grund, damit das nicht allzu große Hitze ist, damit die wirklich nur leicht angebräunt werden. Ja, genauso wollen wir die. Perfekt. Schönes Grillmuster, aber nicht zu fest. Wir nutzen hier den Rost, um die sich ein bisschen stabilisieren zu können. Damit schlussendlich die Butter nicht runter tropft, runterläuft. So heiß in der Ecke hier. Vielleicht auch ein bisschen zu heiß hat der bekommen. Nee, geht noch. Wunderbar. So, das war's eigentlich schon. Den machen wir noch ein bisschen gerade hier. Mache ich nachher noch anders. Dann nehmen wir hier die Butter und geben die hier großzügig. Natürlich, alles schmeckt besser mit Butter. Über die Langustenschwänze und lassen die für 10 Minuten ziehen, bevor wir nächstes Mal mit dem Butter kommen. Ja, schaut sie euch an. Traumhaft. Wir sind soweit. Die haben eine Kerntemperatur von 60 Grad. Das heißt, die können runter. Ich habe die insgesamt 4-mal mit Butter beträufelt. Wir nehmen den gleich auch mit und geben da noch mal ein bisschen drüber. Natürlich, auf geht's.
Leute, wir sind soweit. Wir geben hier noch mal ein bisschen Butter darüber. Darf ruhig auch ein bisschen Knoblauch natürlich mit drauf. Petersilie kommt gleich noch. Duftet hervorragend. Ja, unser Angeberkraut ein bisschen. Ja, das war's schon. Schnappen uns hier, ja, das kommt sofort raus. Ausgezeichnet, schön glasig in der Mitte, wie man das hier wunderbar erkennen kann. Wer das mag, taucht das hier noch kurz in die Butter rein von vorhin und dann heißt es guten Appetit. Unglaublich leckeres Fleisch, schön zart. Die Kräuterbutter, die Knoblauchbutter, ausgezeichnet wirklich. Ja. Wenn auch du das nachmachen willst, mach das. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie es dir geschmeckt hat. Hier unten kannst du das Video liken. Auf der Seite Kanal abonnieren, Glocke gleich mit aktivieren, du weißt Bescheid. Hier oben Dutch Oven Playlist. Auf der Seite siehst du die Smoker Playlist. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods.